Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sibea 3 und wir sind immer noch auf der Suche nach einem Feuerzeug. Das Einzige, wo ich jetzt nicht nachgeguckt habe, war zum Beispiel in der Jute der Schamane. Mal gucken, ob da jetzt noch was in der Kiste ist. Ich habe da jetzt eigentlich kein Feuerzeug in Erinnerung. Oh, die Kamera wechselt wieder. Ui, ist das schön. Kann ich dann auch in meine Jute? Vielleicht liegt da ja auch was drin, was ich gebrauchen könnte. Ich gehe erstmal hier gucken. Jetzt muss ich husten, ne? Ich glaube nicht. Was ist das da? Keine Ahnung. Nein. Die Spritze liegt ja auch drin. What the fuck? Aber es sieht ehrlich gesagt nicht danach aus. Okay. Dann gehe ich wieder raus. Sie ansprechen brauche ich, glaube ich, echt nicht. Die ist zu K.O. Dann gucken wir mal weiter. Gucken wir, ob wir in unsere Jute können. Tatsache können wir. Da gucke ich mal da, ob da was drin ist. Ich ärgere das so, dass wir nicht das Feuerzeug behalten haben. Ach so, U-Bahn. Ach lol, warum ist denn die Brille? Die ist doch schon in meinem Inventar. Nochmal Messer. Okay. Ja, die Papiere sind eigentlich auch in meinem Inventar. Die Fackel ist aber nicht in meinem... Das Feuerzeug! Die Yukol haben alle Dinge, die ich aus der Klinik mitnehmen konnte, verstaut. Das ist ja nett von ihnen. Ja, aber das hast du nicht aus der Klinik. Und das ist auch in deinem Inventar. Und dein Messer war doch auch in deinem Inventar. Das sah zwar ein bisschen anders aus, aber okay. Aber wir haben das Feuerzeug! Wir haben das Feuerzeug, das Feuerzeug. So, dann gehen wir mal. Zurück. Und bringen den Ofen in Gang, hä? Ich hoffe, dass das in Ordnung ist, dass ich da dieses eine an der Seite schon geöffnet habe. Mal gucken. Lassen wir uns überraschen, ne? Nein, 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 nein. So. Dahin. Inventar. Das ist ja das Messer, was wir mitgenommen haben. Tatsächlich dasselbe Messer. Warum machen wir das denn zweimal? Ah, das funktioniert schon mal und das funktioniert, das bleibt auch. Da geht auch nichts raus. Nein, okay. Muss ich eigentlich irgendwie was noch mit dem Stab machen? So, mache ich einfach mal. Funktioniert das? Ich habe keine Ahnung. Ich mache die jetzt einfach auf und gucke. Das oder muss ich das doch wieder zumachen? Irgendwie kommt nämlich kein Rauch durch. Aber ich weiß nicht warum. Das brennt doch, ne? Ich weiß auch nicht, warum da so ein komisches Teil ist. Das brennt gar nicht mehr. Warum brennt das nicht mehr? So kann ich jedenfalls sehen, dass es brennt. Ja, das ist aus. Ach, jetzt hat es, glaube ich, funktioniert. Warum ist das unten ausgegangen? Thank you.
Wir haben den Segen des Wächters für die Überquerung. Danke, Kate Walker. Im Namen des Stammes danke ich dir tausendfach. Es gibt nur ein kleines Problem. Ohne den Zollbeamten gibt es niemanden mehr, der die Brücke bedient. Dafür habe ich die Lösung, Kate Walker. Es sieht aus, als müsste jemand an diesem Ufer zurückbleiben, damit die anderen hinüber können. Und ich bin eindeutig der Richtige. Oscar, nein! Nicht schon wieder! Kate Walker, wenn Sie mit dem Stamm drüben sind, holen Sie mich einfach mit der Seilrutsche hinüber, die Sie vorhin schon benutzt haben. Nein, wir tauschen Rollen. Ich bringe alle hinüber und komme dann mit der Seilrutsche nach. Ihre Sorge hat keinen Zweck, Kate Walker. Und... Die Soldaten, wir müssen los! Oscar! Kate Walker! Wir brauchen Hilfe! Schnell! Stromkreis unterbrechen. Rechte und linke Aufzugsteuerung. Umkehr. In Gang setzen. Oscar! Kate Walker! Nein! Suchen Sie vielleicht das hier? Das Spiel ist aus, Kate Walker. Nun, Frau Walker? Na gut. Ich schätze, Sie haben gewonnen. Neutralisiert dieses Webstück. Nutzen Sie die Reise, um sich zu entspannen. Wir haben genug Zeit, uns zu unterhalten, wenn wir ankommen. Alle Zeit, die wir brauchen. Ja, das war jetzt das Ende. Scheinbar.
Was für ein seltsames Ende. Das schreit definitiv nach einem weiteren Teil. Oh nein, wann wird der denn bloß kommen? Wahrscheinlich auch so plötzlich. Ja. Was soll ich sagen? Also zum Spiel selber? Ich find's eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dafür, dass es so... Naja, es hat eigentlich ausgewogene Kritiken gekriegt. Die einen waren begeistert, die anderen weniger. Ich kann nachvollziehen, warum die eingefleischten Fans, sag ich mal, weniger begeistert waren. Das lag aber wohl möglich mehr an der Synchronisation. Also nicht, dass die schlecht gewesen wäre, die war es nicht. Aber einfach, dass eine andere Stimme ist bei Oscar, bei Kate, dass Kate jünger aussieht und so weiter und so fort. Und das hat wahrscheinlich die meisten einfach am Anfang so gestört, dass sie dem Spiel keine Chance gegeben haben. Ich muss aber sagen, die Story reißt vieles raus. Und die ist trotz allem noch schön. Die ist aber nicht so wie im ersten Teil, wo das so ein bisschen braucht, bis es überhaupt in Gang kommt, sag ich mal. Sondern man ist schon direkt drinne und am Machen und am Tun. Und auch die Story-Entwicklung war eigentlich ganz gut. Also meiner Meinung nach, finde ich jedenfalls. Also dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt, aber ich hatte es auch nicht für den Vollpreis geholt, ehrlich gesagt. Ich bin froh, dass ich das im Sale mir geholt habe, zufälligerweise Teil 1 und 2 noch dazu bekommen habe. Kann ich nochmal spielen. Und ja, Charaktere waren toll. Animation war eigentlich auch ganz gut, ne? Was halt so ein bisschen störend war, war einmal die Audio, dass es halt so abgehackt war, wie ich auch erfahren habe. Sollte das wohl mehrmals durch Patches gefixt werden, was aber bis jetzt erfolglos war. Ja, das sind vielleicht Kleinigkeiten. Wenn man das jetzt natürlich mit den ersten beiden Teilen vergleicht, man freut sich zwar, wenn da ein dritter Teil kommt, aber ehrlich gesagt, der zweite Teil war schon so schön abgeschlossen, das war einfach stimmig, das hat einfach gepasst. Und da hätte eigentlich gar kein dritter nötig gewesen sein. Und wenn, hätte ich mir gewünscht, dass es da ansetzt, wo der zweite aufgehört hat, weil das ja schon beim ersten auf dem zweiten der Fall war. Aber kann auch sein, dass es jetzt beim dritten und dass es vielleicht noch einen vierten Teil gibt und der dann hier dann direkt wieder ansetzt, wie es beim ersten, zweiten der Fall war. Aber man weiß es nicht, ne? Aber ja, wenn man es natürlich damit vergleicht, kann es nicht mithalten. Die ersten beiden Teile waren einfach wirklich gut. Die haben funktioniert, die Story war super, die Musik war super. Hier war die Musik auch super toll. Ich sag, allein schon diese Musik, die hier im Abspann läuft, oder lief, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich rede, weil ich genau am Ende unterbrochen worden bin und da musste ich mich halt rausschneiden. Jetzt muss ich das ein bisschen anders anhängen. Bla bla bla. Aufnahmeprobleme halt, ne? Ich kann nur sagen, Story gut, also für meinen Geschmack jedenfalls. Zwar nicht so gut wie Teil 1 und 2, das kann man einfach nicht toppen, finde ich, was Siberia angeht. Eins war wirklich so ein Einstieg, so wie der Prolog, und 2 war so richtig die Hauptgeschichte, das war für mich dann reine Action, obwohl gar nicht mehr so viel Action war eigentlich, ne? Aber das war so für mich, da ging es dann so richtig los. Und ja, und hier war halt so, ja, das war so ein typisches Point-and-Click, finde ich, mit der Steuerung. Das war jetzt so mein Hasssteckenpferdchen, sag ich mal. Am Anfang ist mir das noch gar nicht aufgefallen. Da war so dieses, dass man drehen kann, dass man das aus einer anderen Perspektive gucken kann, bla bla bla. Das war so das Neue, was mich halt auch begeistert hat, weil es mal was Neues war. Hätte aber für mich jetzt persönlich nicht sein müssen, aber war eigentlich auch ganz gut umgesetzt. Und da habe ich das dann am Anfang auch noch mich gefreut, dass man sowohl per Maus als auch mit WASD spielen kann. Anscheinend auch mit Gamepad. Ich habe es jetzt überhaupt nicht probieren können, weil ich es jetzt in der letzten Aufnahmesession jetzt halt das durchgemacht habe, seit ich das erste Mal angesprochen habe. Und damit soll es wohl ganz angenehm sein. Aber wie gesagt, das werde ich wahrscheinlich mal testen, wenn ich es privat spiele. Also relativ danach, um die letzten Errungenschaften zu holen. Mal gucken. Mittlerweile sind es auf jeden Fall 7 von 40, das weiß ich. Mal gucken, ob ich noch ein paar mehr gekriegt habe in der Zwischenzeit. Bezweifle ich zwar, aber ich lasse mich überraschen. Aber dann ab einem gewissen Punkt, ich glaube, das war in Baranur, ab da an hat mich die Steuerung richtig genervt. Also, speziell die Kamera, die dann mal umspringt und mal nicht und dann genau umspringt, wenn sie es nicht soll und dann nicht umspringt, wenn sie es soll. Das war ja ganz gut, dass ich da noch die WASD-Tasten habe,
Weil das Klicken selber, das, du hast quasi an Punkt A geklickt, um an Punkt B zu kommen oder sowas. Nee, das, du klickst auf Punkt A, aber die Maus klickt Punkt B an. Ja, ist auch toll, ne? Aber ich bin froh, dass ich nicht solche Bugs hatte wie manch andere wohl, dass man dann überhaupt nicht mehr weiterspielen konnte. Und ich finde im Gesamten so als komplettes Fazit, man sollte dem Spiel die Chance geben, sich überraschen zu lassen. Und ich finde, es hat einen doch überrascht. Ich wusste ja von vornherein von den, naja, Kritiken, sag ich mal, ne? Wortwörtlich wusste ich natürlich nicht, was damit gemeint ist. Ich wusste halt nur so einen groben Schnitt. Und ja. Und was soll ich noch sagen? Also mich hat das Spiel auf jeden Fall überrascht. Ich finde, es ist spielenswert. Nicht für den Vollpreis jetzt unbedingt, wegen der Steuerung allein. Durch die Steuerung kommt es mir auch so vor, als hätten sie es einfach nicht fertig gekriegt, das Spiel, und wollten es aber unbedingt raushauen. Wenn ich bedenke, dass damals schon vor einiger Zeit der dritte Teil angekündigt worden war, dann war eine ganze Zeit lang nichts davon die Rede, und dann plötzlich erscheint er. Ist halt ein bisschen komisch, ne? Aber wie gesagt, Gamepad muss man testen. Sonst, wie schon mehrmals gesagt, ein gelungenes Spiel, meiner Meinung nach. Spiele ich auf jeden Fall gerne wieder. Es kann aber mit den ersten zwei Teilen einfach nicht mithalten, wenn wir ehrlich sind. Es heißt aber auch nicht, dass das Spiel jetzt schlecht wäre, ne? Also ich betrachte es ja immer so von sich und dann im Vergleich zur Reihe. Auch wenn das Ganze hier ein bisschen durcheinander war. Aber es ist immer schwer, so direkt nach dem Spiel ein ordentliches Review zu machen. Weil man es ja nicht komplett am Stück gespielt hat. Und meistens kommen dann einem immer Dinge noch in den Sinn, erst nach einer Weile, nachdem man es beendet hat. Aber dann ist meistens das Projekt auch schon auf dem Kanal beendet. So ist das, ne? Eigentlich muss man immer ein separates Review machen. Naja, habe ich nicht die Zeit dazu oder den Nerv. Also müsst ihr mit meinen Kauderwelsch durcheinander klarkommen. So, ich lasse das eigentlich jetzt nochmal auslaufen. Ich finde es nur schade, dass die Musik nicht so durchgängig ist. Ich lasse es einfach deswegen durchlaufen, weil man weiß nie, ob noch was zum Schluss kommt. Weil es jetzt so lang ist, werde ich es wahrscheinlich abkürzen bei Schwarzblende oder sowas, aber dann, ja, ist es halt so, ne? Mal gucken. Ich quäle mich jetzt auch durch. Ich mag keine langen Abspende. Abspende, ist das das richtige Wort? Das war bei Square Enix-Spielen, ist das auch schon so schlimm. Oh, Dungeon Siege 3. Für mich der längste Abspann. Also ich hatte bis jetzt noch kein Spiel, glaube ich, das einen längeren Abspann hatte. Ich glaube, der Abspann ging fast 20 Minuten oder so. 15 Minuten auf jeden Fall. Und der geht jetzt ungefähr 9 Minuten. Na, mal gucken. Falls nichts mehr kommt, ich keine Chance mehr habt, Tschüss zu sagen, mach es an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat dennoch das Projekt gefallen. Ihr seid von vornherein mit dabei geblieben. Es gab ja ein paar am Anfang, die gesagt haben, ja, ich weiß noch nicht, ob ich es mir komplett angucke oder nicht, ne, weil man es ja schon kannte und nicht so begeistert von dem Spiel war. Aber ich hoffe natürlich, dass diejenigen es bis zum Ende durchgehalten haben. Und ja, ich freue mich auf ein neues Projekt. Ich weiß auch schon, welches es sein wird. Das wird auch schon laufen. Und das nimmt einfach nur den Platz von Siberia dann ein. Aber das steht auch bei dem entsprechenden Projekt, glaube ich, in den Kommentaren mit dabei. Wenn ich es mal nicht vergesse zur Abwechslung. Ich vergesse sehr oft. Naja, egal. Ich beende jetzt an dieser Stelle meinen Kommentar. Wie gesagt, hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Projekt, trotz der negativen Bewertungen zu dem gesamten Spiel. Und ja, wir sehen uns dann einfach bei einem neuen Projekt wieder. Bis dann, tschüss, eure Time.